mich Rocky, denn heute wird geboxt, aber nicht hier im 1000 PS Studio, sondern im Zylinder. Wovon rede ich? Natürlich vom Boxermotor. Ein tolles Motorenkonzept, mit dem wir uns heute beschäftigen. In der Videoserie Motorenkonzepte erklärt. Viel Spaß! Mit dem Boxer verbinde ich unfassbares Schmalz von unten und einen angenehm niedrigen Schwerpunkt. Boxermotor ist einfach großartig. Ich denke natürlich nur an BMW beim Boxermotor. Und ich meine, das hat mich in der Jugend nicht vom Hocker gehauen, aber so in den letzten 10 Jahren, wie es den Boxer weiterentwickelt haben, bin ich ein echter Fan davon. Das ist ein großartiger Motor. Wirklich ein Wahnsinn. Also es gibt auch Boxer mit mehr Zylindern, aber der Zweizylinder-Boxer, dem könnte man ankreiden, dass er vielleicht einen ruppigen Lauf hat und dass er starke Vibrationen hat und dass er so einen Drall beim Gas geben hat. Die BMWs von früher haben das. Aber eben BMW bei den 1250er Motoren hat BMW das einfach völlig ausgemerzt und ja, allzu ruppig sind die jetzt auch nicht mehr. Die R90s, die haben noch diesen Ruck auf die Seite, aber da will man es ja auch haben. Das soll ja dieser Retro-Gedanke sein und wirklich stören tut es mich eigentlich nicht. Also zurzeit sehe ich eigentlich nur Stärken beim Boxermotor, eben dieses bullige Antreten von unten und der niedrige Schwerpunkt sorgt halt für ein leierndes Handling. Ich meine, BMW GS braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist ein super Motorradl. Der Sound mittlerweile schon fast ein bisschen sehr laut, also gediegenes Understatement ist da nicht mehr. Früher haben die Boxermotoren, finde ich, richtig schlecht geklungen, aber die modernen von BMW klingen großartig. Eine Schwäche sehe ich vielleicht darin, dass, glaube ich, auf alle Fälle das Zweizylinder-Boxer Konzept von der Leistung her vielleicht an die Grenzen stößt. Irgendwann kann ich nicht mehr Leistung rausholen, aber die Techniker haben mich jetzt schon des Öfteren überrascht. Schauen wir mal. Die Stärken ist auf alle Fälle diese Originalität. Es gibt keinen anderen Motor, der so leimend ausschaut. Das ist ganz irre. Dann finde ich, der Punch von unten ist grandios. Es ist echt ein Wahnsinn, das mit dem Drehmoment, das ist super. Und die Schwächen sind nach wie vor, das weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt am Boxer liegt oder an dem Kardan, aber wahrscheinlich liegt es am Boxer, dass dann einfach das mit dem Schalten, das ist nie so, wie wenn du da so einen schönen Reihenmotor hast. Also mit dem Boxer schalten, das ist immer so, dass du so leichte, wie soll ich das jetzt sagen, Movements ins Fahrwerk kommen. Ja, der BMW Boxer Motor, der geht im Endeffekt zurück auf die Wurzeln vom BMW Motorrad. BMW war ja schon nach dem Ersten Weltkrieg Motorenhersteller für diverse Zweiradmarken, unter anderem Bison oder Victoria als Motorenlieferant. Und zu der Zeit war der Boxer mit der Kurbelwelle quer zur Fahrtrichtung eingebaut bei Bison und Victoria. Und 1923 hat man das mit der R32 richtig gestellt. Da war der Boxer dann mit Kurbelwelle in Fahrtrichtung, mit den Zylindern im Fahrtwind, da wo sie auch hingehören beim Boxer. Und wir hatten da natürlich dann auch den klassischen Antriebsstrang, Kurbelwelle in Fahrtrichtung, Getriebe, Kardanwelle. Das waren die Urmerkmale von dem BMW Boxermotor und das haben wir jetzt bis heute eigentlich mit beibehalten. Da in der neuesten Interpretation von der R18, ja, Zylinder im Fahrtwind, Kurbelwelle längs, Inline-Antriebsstrang und die Kardanwelle bei den Fahrzeugen sogar noch wirklich schön interpretiert. Ja, und der Boxer ist im Endeffekt quasi ein Boxer. Die Zylinder bzw. die Kolben fahren gleichzeitig auf beiden Seiten in den OT-Punkt. Der OT-Punkt hat dann auf einer Seite den Zünd-OT und auf der anderen Seite den überschneidungsoberen Totpunkt. Und so boxt er im Endeffekt gegeneinander. Ja. Wir haben ja einen Zünd-OT und einen überschneidungs-OT. Und immer da, wo die Zündung herkommt, gibt es den Impuls.
Und deswegen haben wir da im Endeffekt ein kleines Drehmoment, das sich auswirkt, das auch kompensiert werden kann über die Massen, die da bewegt werden, beziehungsweise über die Zündkräfte, die da für die Bewegung von den Kolben Kurbelwelle sorgen. Ja, mei, besonders schwierig. Schwierigkeiten gibt es im Endeffekt bei jedem Motor, den ich neu entwickle. Beim Boxer ist im Endeffekt immer darauf zu achten, dass man möglichst geringen Zündversatz hat, dass man hier mit dem Thema Kurbelwellendurchbiegung möglichst minimal rausgeht oder eben hier bei dem 1800er Motor, da waren die dicken Kolben, der lange Hub, 100 mm Hub, 107 mm Bohrung. Wir haben hier einen Kolben so als Beispiel einmal mit dabei. Passt zufälligerweise gut auch so ein Maßkrug mit drauf. Da haben wir dann ein Mittellager mitkonstruiert, damit die Kurbelwellendurchbiegung hinten Richtung Kupplung nicht zu groß oder zu maximal wird. Also das sind schon so Knackpunkte bei einem Boxermotor, wenn man jetzt das Inline-Konzept macht, das hier die historischen Wurzeln im Endeffekt wieder mit übersetzt hat, dass man mit dem Thema Kurbelwellendurchbiegung Obacht gibt, dass hinten bei der Kupplung, da ist ja ein Wellendichtring mit dabei, dass da die Durchbiegung nicht so groß wird. Wir haben das einmal probiert in dem Motorenkonzept ohne Mittellager, aber da hätten wir fast 0,3 Millimeter am Wellendichtring Durchbiegung von der Kurbelwelle gehabt. Ja. Und 0,3 sagt natürlich dann auch aus, das wird der Wellendichtring nicht mitmachen und auch die Kurbelwelle von dem Thema Steifigkeit muss natürlich massiv schwerer gebaut werden, um die Durchbiegung überhaupt mit realisieren zu können und natürlich mit feinsten Werkstoffen da an den Stellen. Natürlich muss der stabil sein, muss er sehr stabil sein, weil man mit dem Thema Mittellager und Mittellagerversatz ja natürlich das Thema Biegemoment da im Endeffekt mit draufbringen. Und da muss man schon bezüglich Hubzapfenversatz und Auslegung sehr viel Wert drauf legen, dass das schön funktioniert. Naja, ich meine, da ist schon einmal das Thema Kurbelwellenachse in Fahrtrichtung. Also die Drehrichtung, die erzeugt natürlich nicht die Schwingrichtung oder die Pulsrichtung von dem Motor, die ist im Endeffekt quer zur Fahrtrichtung. Wir haben da ein leichtes Kippmoment im Fahrzeug, was eine Besonderheit bietet. Aber wenn ich jetzt das im Fahrzeug betrachte, ist für uns eigentlich wichtig, der Boxermotor mit dem Thema Schwerpunktlage. Ich ziehe da die Schwerpunktlage schon einmal ein Stück nach unten, Gesamtschwerpunkt vom Fahrzeug. Bringe da im Endeffekt schon eine schöne Agilität raus und wie gesagt, der Puls, der vom Boxermotor ausgeht, der Bump, ja, der ist halt ganz charakteristisch, weil die Kurbelwelle längs zur Fahrtrichtung eingebaut ist und nicht wie beim Parallel-Twin quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist. Der Boxermotor, der hat sich ja bewiesen in dem Thema Paris-Dakar, Geländeeinsätze und so weiter. Da ist das Thema Schwerpunktlage schon sehr sauber mit draufgekommen. Damals auch noch mit dem Thema Luftkühlung, maximal leicht, möglichst wenig Gewicht mit dabei. Und das Überzeugende am Boxermotor ist eigentlich, und das ist jetzt nicht erst seit den wassergekühlten R1200LC, R1250LC mit dem Schiffcam-Motor so, die Drehmomentauslegung, die wir da haben wollten, also das Thema Fahrbarkeit in der Mitte raus, das ist für uns eigentlich ein wesentliches Auslegungskriterium von den Boxermotoren. Und nicht zuletzt bei dem 1800er Boxermotor haben wir ja da Wert drauf gelegt, das Thema Drehmoment zu betonen, von 2000 bis 4000 Umdrehungen immer mindestens 150 Newtonmeter abrufbar. Das Lässige, das aus dem Eck rausfahren, sechster Gang, Ortsende und da Gas geben und das Ding zieht einfach smooth mit durch, ja, durch den schönen Hubzapfen-Zündversatz, beziehungsweise Hubzapfenversatz haben wir ja keinen, wir haben 180 Grad Kurbelwelle. Das sind im Endeffekt da die Schwerpunkte und natürlich, wenn ich jetzt da auf Rennklassen schaue, schauen wir uns bloß einmal 1000 Kubik Superbike oder sonst was an, da sticht natürlich ein Vierzylinder mit dem Thema Kompaktheit, mit dem Thema Einbau ins Fahrzeug. Da hilft uns auch nicht der Inline-Antriebsstrang in den Klassen und die Zylinder, die stehen halt maximal im Wind. Wenn ich den letzten CW-Wert rausholen will, dann ist das sicher jetzt nicht der Motor für die Superbike-WM.
wo man leistungsmäßig natürlich auch hochkommen würde, oder Battle of Twins oder sonst was, da sind wir mit dem CW-Wert einfach ein bisschen hinten dran, ja, vom Gesamtfahrzeug. Wir müssen halt das Gesamtfahrzeug dann vergleichen mit dem, wo setze ich den Boxer ein. Und der ist natürlich sehr gut mit dem Thema Touring, sportliches Touringfahren, auf Pässe rauf, auf Pässe runter. Wenn ich so ein GS nehme, da habe ich eine Universalpfeile, mit der komme ich überall wirklich sehr zügig und gut zurecht. Und du wirst das selber schon erfahren haben, du fährst den ganzen Tag Pässe rauf und runter, am Abend gehst du nicht duschen und legst ins Bett, sondern du hockst erst mal an die Bar hier und trinkst dein erstes Bier. Ja? Bringt eher vielleicht einen positiven Einfluss auf die Fahrstabilität, weil auch wenn du auf dem Hochseil spazieren gehst, hast du immer eine Balancestange mit dabei, damit du da im Endeffekt das Thema Gleichgewicht leichter findest oder leichter balancieren kannst. Also da sehen wir keine Nachteile in dem Thema Fahrstabilität. Naja, wie gesagt, ich bin ja vorher schon mal darauf eingegangen mit dem Thema Kurbelwelle, Durchbiegung, Mittellager. Da haben wir im Endeffekt bei dem Motor ein Mittellager mit eingebracht. Und ansonsten, ja, mein 100 mm Hub, das ist schon mal eine Stange. Die 107,1 mm Bohrung, die wir jetzt hier beim Kolben sehen, da ist wirklich so, dass ein Maßkrug von der Wiesen direkt da drauf passt. Und mit dem Hubraum 1800 Kubik waren wir wie auf der Wiesen eingeschenkt, nicht ganz voll die Masse. Ja. Sind so Punkte mit dabei, aber ansonsten sind das jetzt normale Motorenentwicklungen. Wir haben uns da natürlich mit dem Thema Drosselklappe das Thema Beinfreiheit nochmal erkauft, indem wir das in die Sauganlage mit eingebaut haben, die Drosselklappe. Da auch nochmal recht pfiffig mit einer gegengleichen Klappensteuerung, weil wir die auf einer Welle haben. Also die eine macht im Endeffekt so auf, die andere im Endeffekt gegengleich, weil das auf einer Welle steht. Also zwei Drosselklappen mit dabei, mit einem Durchmesser von 48 mm. Und ansonsten ist natürlich schon mit dem Thema Druck und Massen umzugehen. Aber das ist eine normale Motorenentwicklung. Da hat man diverse Berechnungsmethoden, wo man da drauf kommt, wo man die Belastungen kennt und auch die Bauteile dann kennt, fährt seine Prüfstandsdauerläufe und das geht dann schon durchaus sehr solide und sehr robust mit ab. Genau, also seit 1993 gab es in der R1200 RS den ersten Vierventil-Zylinderkopf mit einer Einspritzung. Und das war seit dem Zeitpunkt immer weiterentwickelt mit dem Thema, wie ist die Smoothness beim Fahren und so weiter, mit neuen Motorsteuergeräten, mit neuen Funktionalitäten. Und das ist Standard. Du brauchst das auch heutzutage mit dem Thema Erfüllung von den Abgasnormen. Das ist schon ein wesentlicher Punkt. Wir haben da zwei Lambda-Sonden vorne und hinten eine mit dabei. Zum Beispiel bei dem Motor, dass wir auch da kontrollieren, ob das Thema Abgas auch sauber funktioniert. Und ja, da bringt uns auch der luftgekühlte Boxermotor mit dem Thema Technologie in der Abgasnachbehandlung, mit dem Thema saubere Einspritzung, mit einem Wirbelsystem im Brennraum und so weiter. Wirklich auf Abgaswerte, die ja EU6 durchaus kennen. Ja. Ja, genau, also da haben wir jetzt keine Bedenken, dass der luftgekühlte Boxermotor mit strengeren Abgasnormen nicht mehr existiert, sondern ich denke, das ist ein Motorantrieb mit Bestand und die Technologie vom Grundmotor raus, die ist wirklich so, dass sie da zukunftssicher ist bei allen diesen Fahrzeugen. Also grundsätzlich werden die luftgekühlten Boxermotoren weiter luftgekühlt bleiben. Wir haben natürlich hier auch in den heißen Bereichen im Zylinderkopf das Thema Ölkreislauf mit dabei. Wir haben zwei getrennte Ölkreisläufe in den Aggregaten mit drin. Einmal für das Thema Schmieröl, einmal für das Thema Kühlöl. Und werden die luftgekühlten im Endeffekt weiterhin luftgekühlt lassen. Aber wenn es dann in Richtung höheres Drehmoment, höhere Leistungen geht, ist natürlich so eine Wasserkühlung für das Thema Robustheit nochmal sehr zuträglich, deswegen werden wir auch mit dem Thema Leistungsklassen so in etwa da bleiben, wo wir jetzt momentan sind. Also ich sag mal, der luftgekühlte Boxermotor um die 110 PS und die wassergekühlten, die haben natürlich da noch Luft nach oben. Ja.
Ja, ich meine, da ist für uns der Hintergedanke, die Einfachheit des Motors immer noch die wichtige. Und du kommst natürlich dann mit mehr Bauteilen immer in das Thema Gewichtsszenario auch mit rein. Also wenn ich da jetzt einen Vierzylinder bauen würde, wäre von den Massenausgleichen vielleicht sogar günstiger als Boxermotor. Aber wir kommen da einfach auch in eine Gewichtsspirale rein, wo wir uns da hochschaukeln. Ja? Also der wird umso komplexer, je mehr Zylinder, dass ich da mit drin habe. Und das Boxermotor soll für uns im Endeffekt als Zweizylinder der einfache Motor sein, der im Endeffekt sehr komfortabel ist, mit hier ohne Ausgleichswellen, aber in den anderen Boxer allen mit Ausgleichswellen wirklich ein smoothes, einfaches Aggregat, wo wir nicht mit dem Thema Gewicht nach oben hin exponieren wollen. Ja. Ja, ich meine, da gibt es natürlich einige Modelle, angefangen mit der R32, aber ich denke, das technologische Highlight war da sicher Ende der 30er Jahre bis Anfang der 50er Jahre rein, das Thema R5, R51 dann mit Geradwegfederung oder R51.2 mit dem Thema, wo alle Kernelemente mit dabei sind, schöne Zylinderdeckel, die Schlüsselstangen oben mit drauf, zwei halb hoch liegende Nockenwellen, ja, damit die Schlüsselstangen nicht so lang werden, wie wir es auch bei dem 1800er Motor da jetzt umgesetzt haben. Also das Thema R5 ist schon einmal so eine Ikone, die man bei BMW so rausarbeiten kann, wobei alle Modelle da ihre Besonderheiten haben. Ne? Also ich meine, wir waren ja mit den Schlüsselstangen oben quasi 70 Jahre unterwegs, ja? Also bis Mitte der 90er Jahre. Beziehungsweise Schlüsselstangen oben, die sind schon ab 69 dann nach unten gewandert, aber immer noch mit Schlüsselstangen. Aber das sind einfach so Ikonen. Ja. Du willst da im Endeffekt am Ventiltrieb sehen, du willst im Endeffekt die schöne Mechanik sehen. Das sind so Punkte, wo man da immer wieder auf so eine R5, R51 da mit zurückkommt. Ja. Ja, ich meine, das sind sicher Ikonen im Motorenbau bei uns gewesen mit dem Thema Kompressormotor, aber immer nur im sportlichen Bereich. Ernst Henne mit seinem Weltrekord 280, Ende der 20er war das sogar. Ja. Und der Schorsch Meyer natürlich Gewinner von der Isle of Man auf der TT 1939. Das sind Highlights, waren auch Highlights im Motorenbau. Die haben auch jetzt keinen Schlüsselstangenantrieb gehabt, sondern die Motoren, die haben dann auch Königswellenantrieb gehabt. Ja. Also da hat man sich wirklich auch mit dem Ventiltrieb sehr, sehr fein beschäftigt. Aber grundsätzlich im Motorenbau muss man ganz klar sagen, kriegen wir genügend Drehmoment und Druck mit raus aus den nicht aufgeladenen Motoren. Und da hat auch keiner überlegt, jetzt einen aufgeladenen Motor in dem Thema Serienbau mit zu übernehmen. Weil wirklich das Thema Fahrbarkeit, Smoothness, Abstimmung und auch natürlich der Aufwand, der in Motorenbau einsteckt, natürlich exponiert, wenn ich da nochmal mit aufgeladenen Motoren mit unterwegs bin. Der Boxermotor, ein spannendes Motorenkonzept, das nur mehr von wenigen Herstellern heute verbaut wird, aber trotzdem eine riesige Fangemeinde genießt. Und natürlich würde mich interessieren, seid ihr zurzeit mit einem Boxer unterwegs? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Motorenkonzepte erklärt.